Okay, Martin, let's have Louis Armstrong. Give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, you should find happiness. And I guess all those things you grind for, baby. Gee, I'd like to see you looking swell. Guten Abend, liebe Zuschauer. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen. Wer ist eigentlich der Louis Sedgemoor Armstrong gsi? Wie? Wer ist der Louis Armstrong? Ja, Nägel, New Orleans. Das ist ein guter Musiker, Trompete, ja. Es ist ein grosser Musiker gsi. Wissen Sie, was für einen Stil er gespielt hat? Jazz, oder? Das stimmt. Er singt ja auch manchmal. Das ist super Musik. Ein grosser Jazzer, ein Trompetenspieler oder der auf dem Mond gelaufen ist. Ein Trompetist. Kennen Sie den Mann? Ja, ja. Aber ich kann den Namen gerade nicht sagen. Nein, ich weiß nicht. Ja, sicher, ja. Sag noch gerade, der beste Trompeter, den es gegeben hat. Oui, c'est Sedgemoor. C'est Louis Armstrong. Vous écoutez sa musique? Oui, c'est la grande musique, oui. Das ist doch der erste schwarze Jazz-Sänger, könnte das sein? Ich weiß es nicht genau. Sagt ihr den Namen Louis Armstrong etwas? Ja, das hat man. Ja, das war in Amerika ein sehr berühmter Mensch. Schon mal gehört, aber nein. Robin Williams. Das ist ein Musiker. Also ein Jazzmusiker ist das sehr. Kennen Sie seine Musik? Ja, also ich kann euch jetzt nichts vorsingen, aber ich kenne es schon. There are friends shaking hands and I sing to myself, what a wonderful world. Heute jährt sich der Todestag von Louis Armstrong zum 25. Mal. Wir gehen der Frage nach, warum geht heute noch so eine Faszination von diesem Jahrhundertkünstler aus? Wir umreißen das Phänomen mit Filmausschnitten aus verschiedenen Perioden von seinem Arbeiten. Die Filme zeigen besser als alle Worte den Mensch, den Künstler und den Unterhalter Louis Armstrong. Als erstes Beispiel bringen wir eine besonders gelungene Verbindung zwischen zwei damals noch ziemlich jungen Kunstformen. Auf der einen Seite der Zeichentrickfilm und der Jazz. Theo, um was geht es bei diesem Videoclip von 1932? In dem Betty Boop-Cartoon, Betty Boop, damals sehr populäre Zeichentrickfigur, geht es um eine etwas linkische Urwaldexpedition, von denen deren Mitglieder von einer klischeehaft zeichneten eingeborenen Gruppe gefangen genommen wird. Ein paar gelingt die Flucht, sie werden aber von einem überdimensionierten Geisterkopf verfolgt, wo sich dann in singenden Louis Armstrong verwandelt. Keine Angst, am Schluss wird alles gut.
that way. Oh, no, no, they went this way. I tell you, look, this way. I saw them. That direction, out that way. Oh, well, let's go look okay, for them. And I'll tell you, I sure will go this way. Watch these steps. Look, watch it. Das etwas seltsame Bild vom Schwarzen mit der nicht nur damaligen Optik der Weisen taucht auch im nächsten Film von 1946 wieder auf.
Die grosse schwarze Sängerin Billie Holiday erscheint als Kammerzofe. Hat es in dieser Zeit im Film für Schwarze eigentlich eine würdigere Rolle gegeben? Sofern man eine Rolle als Butler als würdig bezeichnen kann, ja. Nein, ernsthaft. In der ausschließlich von Weissen beherrschten Filmbusiness der damaligen Zeit hat es auch für die grössten Künstler mit dunkler Hautfarbe nur erniedrigende, dienende und groteske Rollen gegeben. Selbst Louis Armstrong hatte da keine Wahl. Und selbst die Situationen, in den absurdesten, in denen er in gewisse Filme gestellt worden ist, hat er nie seine Menschlichkeit und seine Würde verkauft. Wenn man die Mine von diesen drei Weissen, die in diesem Ausschnitt vorkommen, anschaut, dann sieht man die Haltung der ehemaligen Sklavenhalter. Entweder so gütig, patriarchalisch oder aber blasiert, feindselig, herablassend oder dann schlicht überfordert von der Intensität der schwarzen Kultur. Der Armstrong war da sicher auch einer der ersten Brückenbauer zwischen diesen beiden Kulturen. Sicher auch, weil er bei aller Vitalität nie aggressiv, unheimlich oder etwa noch gefährlich gewirkt hätte. Andy, never mind putting those things away. Oh, I've got time. I don't even have to rest of dinner. I'm going with you. Yes, ma'am. No, ma'am, you can't do that, Miss Merrill. Oh, but I can, and you're going to take me. It ain't fitting for a lady to go to Starryville, except when she's on a slumming party. All right, hand me my plumbing clothes. Im 1933 ist Louis Armstrong nach Europa gekommen. Ein extrem rares Filmdokument zeigt einen Auftritt aus Dänemark. Interessant ist seine Bühnenpräsenz zu beobachten. Der junge Springinsfeld strotzt nur so von Spielfreude. Mit einer geschäftigen Gestik wirft er das Orchester an wie eine geölte Maschine. Eigentlich macht er viel zu viel. Aber das hat sich später ja dann gereift
wie einen guten Wein. Mhm. Der erste Trompetensolist ist der Charles Johnson. Der bläst ein absolut ansprechendes Hot-Solo. Der Unterschied zum Solo vom grossen Meister, der folgt, ist aber schon frappant. Also da hört man überdeutlich, wie überlegen und revolutionär Armstrong sein Spiel für die ganze damalige Jazzmusiker-Generation war. Und zwar nicht nur etwa für die Trompeter. Also wenn ich den Film gesehen habe, kann ich mir gut vorstellen, dass der aufs Publikum wie ein Gewitter, wie ein Tornado, wie ein Wirbelsturm gewirkt hat. Es hat aber zu dieser Zeit auch wirklich keinen Trompeter gegeben, der so gut gespielt hat wie der Louis Armstrong. The next number we're gonna swing for you is one of the good old favorites. Yes, Dinah, Dinah, legate, boy. Are you ready? Legate. Anyone finer in the state of Carolina? If there is, then you know. Show to me, Dinah, the Dixon blazing. We love the city's gazing to the eyes of Dinah Lee. Baby, every night, one eye, shake with my song. Cause my dynamite, change of mind. Baba, did this year, don't you want to touch your China, baby? I'll have a new line. Oh, Dinah, Dinah. Armstrong ist von den Kritikern und vor allen Dingen von den Kritikern oft angefindet worden und als Onkel Tom apostrophiert. Das war er aber nun wirklich nicht. Er hat sich immer als Unterhalter und ernsthafter Künstler verstanden. Sein erstes Gebot war immer, am Publikum nur das Beste zu geben. Genau darum hat man ihn natürlich nie betrunken oder sonst irgendwie verladen auf der Bühne angetroffen. Und so genau dieser Auffassung von absoluter Professionalität hat auch die perfekte Beherrschung des Instruments gehört, wie auch das wirkliche Können von dem Arrangement. Man sagt, er sei sogar mit gesprungenen Lippen auftreten, was ja für einen Trompeter eine unglaublich schmerzhafte Sache ist. Aber da hat Armstrong nichts gekannt. Für sein Publikum hat er alles gemacht. Im nächsten Filmausschnitt aus einem Kurzfilm von 1932 geht es darum, um den Streit von einem Jazz-Verrückten, um einem Louis Armstrong-Verrückten Schwarzen und seiner nörgelnden, bösen Ehefrau. In dem Streit haut sie ihm den Mob auf den Kopf und er wird ohnmächtig. Er verwacht wieder im Jazz-Mania-Himmel, wo er König ist und am Louis Armstrong befehlen kann, dass er für ihn Schein spielt. Where am I? Why, you are in Jazzmania, and you are the king. Well, cut my comb.
And who are you? Why, I'm your royal student. Royal student? Now, this is really good. Well, if you want to do something to please the king, have Louis Armstrong to play shine. Why, it will be brought to you by this magic wand. Well, go on and brought it. What you waiting on, then? There's an old deserted mansion on an old forgotten road where the better ghosts and goblins always hang out. One night they threw a party in a manner a la mode, and they cordially invited all the gang out. At a dark, bewitching hour, when the fun was loud and hearty, a notorious wallflower became the life of the party. The spooks were having their midnight fling. Mary Megan was in full swing. They shrieked themselves into a cheerful trance when the skeleton in the closet started to dance. Now a goblin, he giggled with fiendish glee. A shout rang out from a big banshee. Amazement was in every ghostly glance when skeleton in the closet started to dance. Now all the witches were in stitches while his steps made rhythmic thumps, and they nearly dropped their broomsticks when he tried to do the bumps.
You never heard such an earthly laughter or such hilarious groan. When skeleton in the closet rattled his bones. Findige Zuschauer haben in dem jungen, frisch geföhnten Herr hinter dem Spinnennetz sicher den berühmten Bing Crosby erkannt. Louis Armstrong, seine Popularität hat ihm als einer der ganz wenigen schwarzen Entertainer ermöglicht, zusammen mit den weißen Megastars der Epoche aufzutreten. Seine unverwechselbare Persönlichkeit hat ihn zur eigentlichen Ikone des Vorkriegsamerika gemacht. Er ist so weit gegangen, dass man Louis nicht mit seinen Gesichtszügen karikieren musste. Wie man das jetzt sieht im folgenden Zeichentrickfilm, da taucht ein trompetenspielender Frosch auf und dem seine Gestik und Stimme machen zu jedem Kind klar, dass da nur einer kann, damit gemeint sind, nämlich der Louis. Da werden in dem Cartoon noch andere berühmte Kollegen von Armstrong imitiert, nämlich Mills Brothers, der Stepptänzer Bilbo Janels Robinson, der Sänger und Bandleader Cab Calloway und der unnachahmliche Fats Waller. Die Geschichte handelt vom kleinen Bosco, der seiner Grossi frische Hutzli bringen und in einer Art Tagtraum unter die Seeräuber fällt, wo ihm seine Cookies abluchsen. Mama's little honey child. Yes, Mommy. Now you just take these cookies straight to Grandma's house. Uh-huh. Get along now. Straight to Grandma's. You hear? Straight to Grandma. Here I go. Take the cookies. The earth on the door. The hen with the kettle. Cock with the crow. Straight to Grandma. Here I go. Straight to Grandma. Here I go. The hen with the cattle, the cock with the crow. Straight to Grandma. Here I go. Mm-hmm.
What you got there, boy? What you got there? I'm going to my grandma. Yeah, yeah. You wouldn't have no cookies in that there bag now, would you now? You bet I need cookies. Yeah, yeah, talk about you got cookies. You got this, you got that. And you got cookies, and your grandma's waiting for him. We ain't got no cookies. You can have his cookies. These my grandma's cookies. 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 Yuck, 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 yuck. No! We can't have no grandma's cookies today! No! No grandma's cookies, so the little man say. No! He's a eeny, meeny, miny, mo. If he hollers, let him go. We can't have no grandma's cookies now! We can't have no grandma's cookies today. No grandma's cookies for us guys today. Beat 'em bow, I love 'em so. Beat 'em bow, I love that bow. We can't have no grandma's cookies now. Pirates who never did anyone any harm or nothing. Go hungry when you got those cookies. Now, would you know? Yeah, yeah, yeah. You can have my grandma's cookies today. No grandma cookies, so little man say. Thank you.
those cookies, those cookies. I love them, I love them. Auch als Sänger hat Louis musikalisch vollkommen neue Maßstäbe gesetzt. Im Laufe seiner langen Karriere hat er einen äußerst subtilen Gesangsstil entwickelt, der sich auf verschmitzte Art mit seiner rauchen Schmirgelstimme verbunden hat. Als er sich in späteren Jahren immer mehr auf Singen verleiht hat, hat sich der exaltierte Showsänger der 30er Jahre als hochdifferenzierter Stilist entpuppt. Die Mischung zwischen feinsinniger Komik und Herzenswärme, die der Mann ein Leben lang ausgestrahlt hat, kommt in der folgenden Szene besonders schön zur Geltung. Desire. We'll sip a little glass of wine. A little mission bell. I'll gaze into your eyes divine. I'll feel the touch of your chops all wrapped up amongst mine. To hear you whisper low, doggone, it's time to go. Darling, I love you so. My brother's possessed. I'll always love you. My brother's, yes, that's my desire.
Die ausnahmslose Verehrung von allen Musikkollegen für den Louis Armstrong kommt im nächsten Ausschnitt ganz gut zur Geltung. Ja, und der Paul Newman und der Sidney Poitier machen einem fast glauben, sie könnten wirklich Posaune respektive Tenorsax spielen. Thank you.
Nicht nur in Amerika sind ihm Fans zu Füßen gelegen. Auf unzähligen Tourneen durch die ganze Welt hat er die Menschen begeistert und fasziniert. Als Ambassador Satch, wie eine von seinen berühmten Platten geheissen hat, hat er die sympathische und freundliche Seite von der Grossmacht USA repräsentiert. Wie international die Sprache vom Jazz ist, zeigt sich im nächsten Ausschnitt aus einer Dokumentation über Armstrong seine erste Afrikatour, wo ihm in Ghana am Vorabend der Unabhängigkeit über 100'000 enthusiastische Einheimische einen begeisterten Empfang bereitet haben, unter ihnen gut sichtbar der Präsident Kwame Nkrumah. Like old Ned, wished I was dead. What did I do? Be so black and blue. Even the mouse ran from my house. They laugh at you and scorn you too. What did I do to be so black and blue? White inside, that don't help my case. Cause I can't hide what is in my face. But just by those bases, I would it in. Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue? In a single performance in Accra, Armstrong and his All-Stars played to an audience of 100,000 people. The police said it was a record for the Gold Coast, and it may well have set the world record in the entire history of music.
Am Louis Armstrong, seinem Starren und seinem Können, hat sich wirklich niemand entziehen können. Die etwas verwunderte Schar von GIs, die 1967 in einem texanischen Ausbildungscamp auf ihren Einsatz in Vietnam wartet, haben mit Jazz wohl kaum etwas am Hut. Im Satchmo seine Botschaft von Menschlichkeit und Wärme zaubert auf die jungen, harten Gesichter einen Anflug von Freude und vielleicht sogar ein bisschen Verständnis für eine fremde Kultur im eigenen Land. Und jetzt zum Schluss die beiden Stücke, auf die sie wahrscheinlich die ganze Zeit schon gewartet haben, am Armstrong seine grossen Hits «What a Wonderful World» und «Hello Dolly». Wir danken für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen miteinander. Here's one of our late records we like to play for you now, folks. And it's a beautiful number called What a Wonderful World. Come on. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights. And I think to myself, and a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yes. I feel the room swaying, the band playing.